Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben in DB in der letzten Theoriestunde über Betriebssysteme gesprochen, und zwar über eine Klassifizierung der Betriebssysteme, und haben gesehen, dass es eben außer dieser geschichtlichen Entwicklung der Betriebssysteme dann auch eine Klassifizierung je nach Einsatz und eben Parameter, wie viel Benutzer, wie viel Prozesse eben auch gibt, gell? Und es gibt hier ja verschiedene Dinge. Es gibt ja Single Task, haben wir gesagt, das war früher sehr häufig, gell? Single Task, Mono User, gell? Es hat also Arbeitsplatzrechner gegeben, gell? Personal Computer PCs, ja, auf denen man einen Prozess laufen hatte, gell? Heute ist so, dass man sehr oft Multitasking fährt, gell? Und das eigentlich normal ist, dass man also auf einem Rechner nicht einen Prozess laufen hat, sondern mehrere, gell? Und ja, eben das mit unseren ganzen Windowsen, aber auch andere, gell? Also Apple oder auch mehr oder weniger gut unsere mobilen Geräte mit den mobilen Betriebssystemen, gell? Und hier können wir unterscheiden zwischen Betriebssystemen, die dafür gedacht sind, dass eine Person am Rechner arbeitet oder dass man am Rechner über Terminals, gell, oder entfernte Verbindung auch mehrere Personen zu einer bestimmten Zeit eben dran hat und mehrere gleichzeitig darauf arbeiten können, gell? So, in vielerlei Hinsicht, gell, ähnelt sich diese beiden aber, gell, also ob man jetzt da eine Person oder mehrere drauf hat, gell, ist natürlich operativ ein Unterschied, gell. Man muss die Desktops der verschiedenen Personen dann natürlich auch abbilden, gell, also das ganze Input-Output ist anders, gell, aber das Betriebssystem in seiner Arbeit, gell, ist doch ähnlicher, als man vielleicht vermuten möchte, gell. Und heute wollen wir jetzt etwas betrachten, und zwar, wenn man jetzt nicht eine, sondern mehrere Prozesse laufen hat, gell, wollen wir zuerst mal dieses Konzept des Prozesses überhaupt mal definieren, gell? Was ist das, woher kommt das, gell? Also, was gehört denn da dazu? Und da schauen wir mal, gell, also hier haben wir einen Punkt, Prozesse und Prozesstabelle. Und ja, was wollen wir hier machen? Wir wollen hier ein paar Erklärungen mal abgeben, gell? Und zwar mal ganz grundlegend, gell, warum sprechen wir von Prozessen und nicht von Programmen, gell? Also wir reden ja vom Programmieren, und wir haben einen Quellcode des Programms, und wir haben das ausführbare Programm. Also wir sprechen immer von Programmen, und jetzt plötzlich, wenn wir von Betriebssystemen sprechen, sprechen wir auch vom Prozess, gell? Und ja, diesen Unterschied, gell, den macht man, weil das Programm ja eigentlich das ist, was wir durchs Programmieren, gell, aus dem Quellcode dann über Präprozessor, Compiler, Assembler, Linker, gell, also mit irgendwelchen Instrumenten dann eben erstellen, und das wird dann zum ausführbaren Programm. Und dieses ausführbare Programm liegt dann in Maschinensprache vor, gell? Aber nur weil wir das Programm haben, passiert zuerst mal noch gar nichts, gell? Das Programm ist nichts anderes als eine Datei. Und eine Datei ist tote Materie, gell? Und erst in dem Moment, in dem wir das Programm dann ins System laden, gell? Indem es also, man spricht dann auch, dass das der Loader dann macht, gell? Also wenn wir also ein Programm ins System laden, und das Programm erhält dann vom Betriebssystem Ressourcen für die Arbeit, gell? Dann wird es zum Prozess, gell? Und hier in diesem Punkt, gell, ist der Beginn des Prozesses, gell? Und hier liegt auch der Unterschied zwischen Programm und Prozess, gell? Also das Programm ist tote Materie, das ist die Datei, gell? Die kann ausführbar sein, aber erst in dem Moment, in dem sie ausgeführt wird, bekommen sie die Ressourcen vom Betriebssystem, und in dem Moment wird es zum Prozess. Gell? Also nicht alle unterscheiden das so genau, gell? Ah, ja, Programm, ein laufendes Programm, gell? Aber wenn wir da genau sein wollen, gell, in der Literatur sagt man dann Prozess dazu, gell? Und was ist denn ein Prozess, gell? Also ganz kurz, ein Prozess ist ein
Programm zur Laufzeit, gell? Also in Ausführung, gell? Mit all seinen Ressourcen, gell? Also nicht nur das Programm, sondern auch die Ressourcen gehören zum Prozess, gell? Und die Ressourcen sind alles, was dazugehört, gell? Also der Arbeitsspeicher mal auf jeden Fall, gell? Oder es gehört dann, ja, es gehören Eigenschaften dazu, gell? Es gehören Dateideskriptoren dazu, es gehören Netzwerkressourcen dazu, gell? All das gehört zum Prozess, gell? Okay? Also, der Prozess ist also ein Programm zur Laufzeit, gell? Oder jemand sagt auch ein Programm in Ausführung, gell? Mit all seinen Ressourcen. Und diese Ressourcen, die verwaltet ja das Betriebssystem, gell? Also, das Betriebssystem tut lieber Prozess, sei brav, dann bekommst du auch die Ressourcen für deine Arbeit, gell? Aber verwalten, gell? Verwalten tue ich das selbst, gell? Und jetzt hat ein Betriebssystem, wenn da mehrere Prozesse laufen, gell? Die Aufgabe auch, all diese Ressourcen zu verwalten. Und da gibt es mehrere Datenstrukturen, gell? Und das ist dann nicht ganz einfach, gell? Und eine ganz zentrale Struktur ist die Prozesstabelle, gell? Also die Prozesstabelle stellt eben die Prozesse, die gerade laufenden Prozesse im System dar, gell? Und damit verwaltet das Betriebssystem also diese Programme in Ausführung, die Prozesse, gell? Und ja, das wollen wir jetzt mal ein bisschen anschauen, was hier alles dazugehört, gell? Und zwar eine Prozesstabelle, gell, speichert über die Prozesse oder stellt da viele Daten, gell? Aber einige haben wir jetzt mal herausgesucht und wollen wir mal anschauen. Und zwar, es muss mal gespeichert werden. Ja, ja. Wer ist denn der Prozess? Woher kommt er? Wie wurde er aufgerufen, gell? Und also der Name oder der Aufruf, gell, mit oder ohne Pfad oder so, gell? Also das gehört dazu, wenn wir uns das mal anschauen wollen, gell? Also wenn ich da ein BS aufrufe, AUX, gell, das zeigt mir hier im System die laufenden Prozesse, gell, also das ist jetzt nur der Laptop, das ist kein Server, gell. Und wenn ich hier einen Word-Counter mache und die Zeilen zähle, minus L, die Lines, gell, dann zählt er mir die Anzahl der Prozesse, gell, die Kopfzeile zählt drum mit, gell, aber da ist nur eine, gell, 275, gell. Also auf meinem Laptop 275 Prozesse, gell. Und wenn wir hier schauen, da haben wir Prozesse, gell, mit den Namen hier, gell? Und das ist der Aufruf, gell? Also Firefox wurde also so aufgerufen oder einer der Firefox-Prozesse, gell? Gell? Oder hier haben wir das FFmpeg, gell? Das uns hier gerade die Aufzeichnung macht, gell? Hier haben wir eine Bash, gell? Die wurde auch ohne Pfad aufgerufen, auch dieses FFmpeg und so weiter, gell? Cheesy, gell? Also die kleine Kamera dort unten wurde auch ohne Pfad aufgerufen, gell? Ja, also das gehören wir zu jedem Prozess. Zu jedem Prozess haben wir also seinen Aufruf in der Prozesstabelle dargestellt. Gell? Dann, was haben wir noch dargestellt? Wir haben dargestellt, wie die Prozess-ID ist. Gell? Also die Prozess-ID, gell? Prozess-Identifier, das ist eine Nummer, eine Zahl. Und jeder Prozess wird dann über eine Nummer identifiziert. Gell? Also die armen Prozesse sind nur eine Nummer im System. Gell? Und wenn wir hier schauen, gell, das ist die Nummer hier vorne. Gell? Also 10.172, gell? 10.175. Gell? Das ist einer dieser Firefox-Prozesse. 10.240. Gell? Also gehört hier zum Kernel dazu. Und. Gell? 10.271. Ein anderer Firefox. Gell? Ja, also das ist Prozess-ID eines jeden Prozesses und neben der gibt es auch noch die Parent-Prozess-ID, gell? Also die Elternprozess-ID, gell? Die Elternprozess-ID, das ist der Prozess, der uns gemacht hat, gell? Also jeder Prozess hat also einen Prozess, der ihn gemacht hat, gell?
gell? Also außer der erste ganz am Anfang, der nicht, gell? Aber alle anderen Prozesse haben eine solche Parent-Prozesse, die und die ist eindeutig, gell? Also jeder Prozess wurde von einem anderen Prozess erzeugt, gell? Und der Prozess schreibt immer auf, von wem er kommt. Das ist die Parent-Prozess-ID, gell? Was wird denn noch gespeichert? Es wird gespeichert, wem der Prozess gehört, gell? Und zu welcher Gruppe er gehört, gell? Gell, also wenn wir schauen, gell, also hier, na hier steht nichts. Nehmen wir etwas anderes, nehmen wir ein Top, dadurch, hier steht was. Der Benutzer steht hier. Gell, also dieser Prozess gehört dem Karl, dieser andere gehört dem Benutzer Ruth. Gell, und dieser da, gell, der gehört dem Postfix. Gell, das ist also ein Systemprozess. Gell. Hier haben wir nochmal einen Postfix-Prozess. Und ja, lauter Karl, www.data, gell? Also das ist unser Webserver hier auf dem Laptop. Gell? Okay, jo. Und ja, so haben wir verschiedene Besitzer. Gell? Es gibt aber auch Gruppen. Gell? Schauen wir uns das mal mit Top an. Gell? So. Und na, hier steht auch nur der Benutzer, nicht die Gruppe. Gell? Also wir haben also dieses Konzept sowohl des Besitzers als auch der Gruppe, gell? Bei Dateien, aber auch bei laufenden Programmen. Gell? Das kann man dann abfragen im Programm oder im Prozess zur Laufzeit, gell? Und dann auch benutzen. Gell? Mhm. Was haben wir noch? Wir haben eine Priorität. Gell? Ja. Es gibt Prozesse, gell? Die nehmen sich wichtiger als andere. Gell? Mhm. Und andere, gell? Die sind dann auch vielleicht nice, die sind very nice, gell? Die sagen zu den anderen, ja, geh nur mal arbeiten, gell? Ja, eben. Gell? Also, hier wird es geheißen, gell? Bei der Arbeit soll man ausstellen, damit die anderen mehr Platz zum Arbeiten haben. Gell? Also die netten Prozesse machen genau das. Gell? Die stellen bei der Arbeit aus, damit die anderen Prozesse mehr Platz zum Arbeiten haben. So. Und wenn wir das anschauen mit Top, gell, dann sehen wir genau das. Gell, also da ist dieser FFmpeg, gell, der ist hier mit dem Prioritätsfaktor 20. Gell, also das müssen wir doch genauer anschauen, wie das funktioniert. Gell. Und dann gibt es andere, gell, die sind, ja, die sind nicht nice, gell, die sind sogar negativ nice. Gell. Das heißt, der Puls Audio sagt, nein, ich bin wichtiger, gell, als andere. Gell. Also hat er hier einen negativen Nice-Faktor bekommen. Gell. Es hat auch seinen Sinn, gell, weil ja Audio-Prozesse besonders besonders zeitkritisch sind, gell? Also wenn diese Prozesse nicht arbeiten dürfen, dann knackst das Audio und das wollen wir ja nicht, gell? Mhm. Gell? Und hier haben wir ja, zwei Prozesse, gell? Die sind auch Teil dieses Systems, gell? Und die haben auch einen negativen Nice-Faktor, gell? Das heißt, die sind also auch besonders wichtig, gell? Und so könnten wir uns aber auch selber einen positiven Nice-Faktor machen, gell? Und das müssen wir noch anschauen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, je größer die Zahlen sind, gell, umso weniger wichtig ist das, gell? Und wenn wir hier 20 haben und wenn wir dann noch einen positiven Nice-Faktor dazugeben, gell, dann sind wir vielleicht auf 30 oder 40, gell? Und dann haben wir eine sehr niedere Priorität. Gell? Je höher die Zahl ist, umso niedriger wird die Priorität in unserem Unix-System. Gell? Und ja, also das ist dann die Priorität. Gell? Also die Wichtigkeit eines Prozesses. Gell? Mhm. Jetzt fragt ihr euch ja, wozu das gut ist. Gell? Also gut ist das dazu, um zu entscheiden, wer die CPU zum Rechnen bekommt. Wenn wir genügend CPUs zum Rechnen zur Verfügung haben, dann spielt es keine so primäre Rolle, gell? Aber in dem Moment, wo die CPU kritisch wird, gell, da spielt es eine große Rolle, gell? Oder in dem Moment, in dem eben mehrere Rechner, gell, und wir hätten auch genügend Rechenzeit für alle, gell? Aber der Audio sollte trotzdem immer dann zum Rechnen kommen, wenn er den Rechner braucht, wenn er also die CPU braucht, gell, damit das Audio nicht knackst. Gell? Mhm. Gell, als Beispiel. Okay, dann, was haben wir hier noch?
Also den Zustand, genau, gell? Also ein Prozess kann mehrere Zustände haben. Das haben wir noch nicht gemacht, gell? Aber es ist ganz intuitiv, gell? Ein Prozess kann zum Beispiel in dem Moment rechnen, in der CPU sein, dann ist er running, gell? Oder er kann zum Beispiel auf etwas warten, gell? Jemand, der Editor wartet, gell? Und er wartet und wartet, bis er einen weißen Bart bekommt, gell? Bis jemand auf die Taste klickt, gell? Geil, und so haben wir verschiedene Zustände, geil, und da je nach System können es mehr oder weniger Zustände sein, in denen sich ein Prozess befindet, geil, aber in der Literatur über Betriebssysteme entscheidet man da oft mindestens drei Zustände, geil, und das hilft uns dann beim Verstehen der Prozesse im System, geil, und was ein Betriebssystem damit macht. Gell? Dann, was ist denn noch zum Beispiel die verbrauchte CPU-Zeit? Gell? Es kann ja sein, dass wir abrechnen müssen, gell? Oder jemand bekommt nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden für seinen Prozess, gell? Und dann ist vorbei, gell? Also wird die verbrauchte CPU-Zeit aufgeschrieben, gell? Oder es wird aufgeschrieben, wann ein Prozess gestartet wurde, gell? Also wie alt ein Prozess dann ist, gell? Ist manchmal interessant, gehen wir schauen und da findet man Prozesse, die sind kuckuck alt, gell? Also das ist dann, jo. Kann passieren, gell? Ist schon passiert, dass sie einen Server eingemauert haben und Jahre später, gell, haben sie ihn gesucht, gell? Haben sie gesagt, gut, da waren ja mal die Handwerker, haben eine Mauer gemacht und der Server war dahinter, gell? Immer noch gearbeitet, gell? Ja, das sind Systeme, gell? Okay. Ja. Also, was haben wir noch? Wir haben ein Abbild der CPU. Das ist wichtig. Und zwar, das ist deshalb wichtig, weil ja ein Prozess nicht ständig in der CPU sein kann. Gell, wenn wir da gesehen haben, wir haben über 270 laufende Prozesse hier in diesem System. Gell, 274, gell, steht es hier noch. Gell. Aber von den 274, gell, hat nicht jeder sein Core, wo er rechnen kann. Gell. Also, es gibt hier nur ein paar Cores, gell, auf meinem System. Ein Server hat ein paar mehr, gell, aber ein Server hat dann auch ungleich mehr Prozesse, die laufen, gell? Also die Prozesse, die bekommen mal die CPU zum Rechnen, aber dann müssen sie wieder raus. Und wenn sie rausgehen aus der CPU, dann muss man aufschreiben, welchen Zustand hatten sie, gell? Was sind die Registerinhalte, gell? Die Flags und so weiter. Es muss ja alles aufgeschrieben werden, weil wenn der Prozess dann wieder weiterrechnen darf, dann muss das alles wiederhergestellt werden. Und das ist wichtig. Deshalb, gell, also beispielsweise wird also ja, Abbild der CPU, gell, vor allem Register, gell, also solche Dinge wie Programmcounter, gell, oder Stackpointer, gell, und alle anderen Registerinhalte müssen gespeichert werden, gell. Müssen also als Teil der Prozesstabelle irgendwo dargestellt werden, gell? Und wenn der Prozess dann die CPU verlässt, wenn er nicht mehr running ist, gell, weil er zum Beispiel fertig gerechnet hat, gell, auf etwas wartet, gell? Also er wartet zum Beispiel beim Lesen aus der Datei darauf, dass sich die Festplatte endlich entschließt, ihm etwas zu liefern, gell? Ja, muss er warten, gell? Ja, verlässt er die CPU inzwischen, gell? Und, gell? Es gibt viele Gründe, warum man die CPU verlässt. Und das muss gespeichert werden. Gell? Dann, man hat Informationen über den Arbeitsspeicher ab. Gell? Und das hängt vom verwendeten Betriebssystem ab, wie die Speicherverwaltung ist. Gell? Aber wir müssen immer speichern, welchen Arbeitsspeicher RAM ein Prozess hat, wo das ist. Gell? Mit welchen, ja, welche Größe, welche Eigenschaft, welche Adressen, gell? Und solche Eigenschaften, gell, werden dann mit der Speicherverwaltung dann eben verwaltet, gell? Aber man muss die Informationen dafür natürlich führen, gell? Also Informationen über den Arbeitsspeicher, gell? Oder andere Sachen. Deskriptoren, gell? Deskriptoren, gell, sind so Zahlen, gell, und ja, und wir haben schon gesehen, gell, wir haben also STDIN, STDOUT, STDR, gell, die haben drei Deskriptoren. STDIN hat die Nummer 0, STDOUT hat die Nummer 1, STDR hat die Nummer 2. Diese drei sind drei offene Deskriptoren. Sie sind drei Streams, die haben einen Deskriptor, gell, und jeder Prozess hat diese 0, 1, 2. Gell, also die ersten drei sind schon reserviert. Gell, aber es kann anderes geben. Gell, ich kann eine Datei
öffnen und dann kann ich mit der Datei arbeiten, gell? Bekomme ich einen Descriptor, gell? Oder einen Zeiger, einen Filepointer, gell? Gell? Oder ich kann einen Zugriff aufs Netz, gell, irgendwo haben, gell, also mit einem Socket zum Beispiel, gell, oder ich kann zur Interprozesskommunikation etwas haben, gell, also zum Beispiel Pipes, gell, also lauter Ressourcen, auch logischer Natur, mit denen ich dann effektiv irgendetwas machen kann, wo ich dann Daten verschicken kann, irgendwo hin oder lesen kann, gell, und das muss irgendwo festgehalten werden, gell. Und für jeden Prozess wird also auch festgehalten, welche Deskriptoren er hier zur Verfügung hat. Gell? Ja, was gibt es noch? Gell? Also es gibt einen ersten Prozess. Gell? Und dieser erste Prozess bei Unix heißt er meist init. Gell? Dieser erste Prozess wird beim Hochfahren des Systems geladen. Gell? Und dieser erste Prozess ist so ein bisschen wie Adam und Eva, gell? Also das ist so ein bisschen romantisch, gell? Adam und Eva, die ersten beiden und alle anderen stammen von Adam und Eva ab, gell? Ja, bei den Rechnern ist es so ähnlich. Es gibt einen ersten Prozess und alle anderen Prozesse stammen irgendwo von einem Prozess ab, der irgendwo von einem anderen Prozess abstammt, gell? Und irgendwo stammt er von Adam und Eva ab oder die Init, gell? Okay? Ja, und so hat man dann am Ende einen Prozessbaum, gell, und am Anfang steht init, gell, wenn ich da dieses PSAUX wieder aufrufe und ich gebe das dem less, gell, pipe less, gell, dann wandert die Ausgabe von PSAUX in der pipe und die pipe gibt sie dem less und less kann stdin interpretieren und darstellen und hier sehen wir etwas, gell, es gibt einen Prozess number one, gell, also Nummer 1. Und der heißt init, gell? Und ja, wenn er auch nicht init heißt, gell? Also es gibt den Prozess Nummer 1 und der ist es, gell? Und so funktionieren viele Betriebssysteme, gell? Dass man also einen ersten Prozess hat und alle Prozesse sind irgendwo auf den zurückzuführen, gell? Und da gibt es etwas, das heißt BS3, gell? So, BS3 zeigt mir eine, macht mir eine grafische Ausgabe der Prozesse, die laufen, gell? Und ja, und von wem sie kommen, gell? Also das ist jetzt nicht die große Wissenschaft, gell, wo ich dann alles ablesen kann, aber es zeigt mir ein Schema an. Das ist eigentlich ganz cool, gell? Also wenn ich da sehe, das erste ist das System D, gell? Das ist dieses Init, das wir gesehen haben, und da hängen ganz viele, gell? Ein Modem-Manager, Network-Manager hängt dran, ein Account-Daemon, gell? Also das sind Trapaci, der Webserver, gell? Also wir haben hier ganz viele Prozesse, die direkt an diesem Init hängen, gell? Aber ich habe auch andere, gell, also LikeDM, das ist also dieser Anmeldeschirm, gell, und dort dran hängen dann Prozesse, die ich gestartet habe, zum Beispiel dieses Cheesy, gell, die kleine Kamera hier, gell, oder, ja, so und so habe ich ganz viele Prozesse, die eben irgendwo von einem anderen kommen, gell, und wir sehen da Firefox, der Firefox ist ein wilder Bursche, gell. Schauen wir mal, was der alles gestartet hat, gell? Das macht die Angst, gell? Also das alles gehört da zum Firefox. Gell? Ist da jetzt Schluss oder? Nein, das geht dann noch weiter. Bah. Gell? Okay, das ist alles mit dem Firefox gestartet worden da. Bis hierher. Okay. Ja, also das sind ein paar Grundlagen über Prozesse, gell? Der erste ist init, hat die Prozesse die Nummer 1, gell? Und alle anderen stammen von diesem init ab, gell? Ein paar Aufrufe, teilweise haben wir sie schon verwendet, gell? Top haben wir gesehen, ist ein interaktives Programm, gell? Also top ist interaktiv, gell? Also es wird aufgerufen und man ist jetzt drinnen, ich kann jetzt etwas machen damit, gell? Ich kann also meinen Kurs öffnen, gell? Oder ich kann
Ja, ich kann hier die Ordnung. Ich sehe also, aha, also dieses FFmpeg ist ein ganz wilder Prozess zurzeit, gell? Also ich kann hier umstellen und so, gell? Ich kann also interaktiv arbeiten mit dem Top, gell? Also das ist für einen Benutzer gemacht, gell? Das kann also der Benutzer machen, gell? Aber eben interaktiv, gell? Also nicht in einem Skript, nicht automatisiert. Wenn ich etwas automatisiert machen will, dann muss ich das mit PS machen. PS ist ein Aufruf, gell? Also PS, AUX, gell? Das ist, ja, wird aufgerufen, macht ein Output und dann ist fertig. Und das kann ich aber in einem Skript dann auch verwenden, gell? Also PS ist in so nicht interaktiv, gell? Also macht eine Ausgabe und das war's dann, gell? Ich kann jetzt da das umleiten, weiterverarbeiten und, gell? Und dieses PS ist also ganz ein typisches Instrument, das in die Unix-Welt passt, weil es in Unix dann auch Instrumente gibt, um das weiterzuverarbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, PSAUX, Crepe Karl. Zeigt es mir alle an, die irgendwo Karl drinnen haben. Gell? Und da sehe ich dann, aha, Karl, aha, da, das ist der Besitzer da. Gell? Oder ich kann PS, AUX, Crepe Firefox machen. Gell? So, und dann zeigt es mir alle an, die irgendwo Firefox drinnen haben. Gell? Das kann ich mit PS machen. Gell? Weil PS in dieser Unix-Philosophie ist, gell, ist, dass Datenergebnisse auf der Standard-Out landen. Ich kann sie dann mit einer Pipe abfangen, weiterverarbeiten, kann sie umleiten in eine Datei. Gell? Also das ist, das entspricht also dem. Gell? Okay, also hier haben wir zwei Vertreter der Prozessüberwachung, gell? Top interaktiv, PS nicht interaktiv, das ist ein einmaliger Aufruf, gell? Den wir dann weiterverarbeiten können. PS3 haben wir gesehen, gell? Das zeigt mir da diesen Baum der Prozesse an, gell? Zwar ganz nett, gell? Aber ja, also praktisch dann nicht immer so toll, gell? Oder nicht immer so einsetzbar, weil es einfach nur so ein bisschen eine Darstellung ist und mit der Darstellung allein können wir oft nicht viel machen, gell? Und was anderes, BitOff, gell? Also zeig mir den Bit von, gell? Und wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, BitOff, so, dann sagt er, 9310, gell? Die Prozess-ID von dieser Kamera ist 9310. Ich kann auch sagen, BitOff, Firefox. Und dann liefert er mir nicht ein Ergebnis, sondern mehrere. Gell? Also ein Prozess, gell, kann, oder mehrere Prozesse können aus einem Programm kommen. Gell? Und der Firefox, das ist ein ganz ein wilder, der braucht hier nicht eins, der braucht mehrere Prozesse zum Laufen. Gell? Und da gibt es auch andere. Gell? Also da jetzt schauen wir mal, ob wir den gleich finden. Apache, genau, der Webserver, der läuft auch nicht einmal, der läuft auch öfters. Gell? Also das kann auch Vorteil haben, wenn man öfters läuft. Gell? Kann man den Load zwischen mehreren Cores verteilen. Gell? Ich kann aber auch die Aufgabe verteilen. Gell? Also da hängt davon ab, was die Fantasie des Programmierers ist, wenn man so etwas macht. Gell? Oder wenn wir auf dem Server sind und wir sind da als Klasse dort, wenn wir dann Bitoff Firefox machen, gell? Ja, dann kommt eine schöne Liste raus. Gell? Also gell, ganz viele Firefox vielleicht offen haben. Gell? Oder wenn wir Bitoff Bash machen, gell? Dann müssten wir auch mehrere Shells finden. Gell? Und wenn wir alle in der Schule arbeiten, auf dem Server, als Terminal-Server, gell? Wir sind alle auf dem gleichen Server, dann bekommen wir ganz viele Prozesse, die aus einem Programm kommen. Gell? Ja, also das wollten wir ausprobieren, gell? Schauen, wie das funktioniert, was man damit machen kann. Gute Arbeit.